Zum 19. Mal haben wir das EP in den Bundesrat eingeladen. Wir sind stolz, dass wir Gastgeber sein dürfen für so viele Generationen an jungen Menschen. Es ist ein ganz anderes Bild als am Freitag, wo wir noch die Ministerpräsidenten und die Minister hier hatten. Jetzt haben wir ganz viele junge, engagierte Menschen, die mit Interesse und Freude über die großen Themen in Europa diskutieren. Das Modell Europaparlament ist eine Simulation des wahren Europaparlaments. Und die Schüler schlüpfen in dieser Woche in die Rollen der Politiker, die wir in Brüssel zum Beispiel sitzen haben. In den Fachausschüssen werden zuerst durch die Schülerinnen und Schüler die Probleme der aktuellen EU-Problematik, die sie zugeteilt bekommen haben, besprochen. Und anschließend finden sie gemeinsam in dem Ausschuss Lösungen dafür. Diese Lösungen werden später dann hier in der Plenardebatte, die gerade auch stattfindet, besprochen. Das bedeutet im Plenum auch mit anderen Ausschüssen, die dann andere Themen natürlich auch behandelt haben. Und dann wird letztendlich abgestimmt, was das Plenum möchte. Möchten Sie die Resolution annehmen oder nicht? Es gibt hier bei unseren Planspielern verschiedene Rollen sozusagen. Es gibt einerseits die Rolle der Delegierten, die also die Abgeordneten des Europäischen Parlaments darstellen, die aktiv die Resolutionen erarbeiten. Dann gibt es uns, die Ausschussvorsitzenden, die sozusagen die Ausschüsse leiten und mit den Delegierten auch über die Themen beraten. Und dann gibt es noch die Präsidenten, die das ganze Organisatorische übernehmen und den Vorsitz über die gesamte Sitzungswoche und das gesamte Planspiel haben. Jugendliche können sehr viel bei diesem Planspiel lernen, vor allem, denke ich, debattieren, Europa verstehen und sich auch mal mit der Meinung eines anderen Landes zu befassen, weil wir vertreten ja hier, wenn man Delegierter ist, immer ein anderes europäisches Land, das nicht Deutschland ist. Das ist sehr wichtig, weil Europa ist was total Wunderbares. Unsere Themen heute waren unter anderem für den Ausschuss von Wirtschaft und Währung die Steuerpolitik, die wir heutzutage in der EU haben. Dann haben wir auch den Ausschuss für Entwicklungsfragen. Dort wird diskutiert über die Subsahara-Staaten in Afrika und die Rolle der EU vor Ort. Wir möchten nämlich dort helfen, die Verarmung zu verringern und dort die Lebensstandards zu verbessern. Die größte Herausforderung in der Europapolitik ist im Moment, Einigkeit zu erzielen. Wir hatten jetzt, glaube ich, hier 4 Gastländer. Und das war schon deutlich schwieriger, dort eine einheitliche Meinung zu finden in ganz stundenlanger Arbeit. Und das ist auf EU-Ebene ja noch deutlich komplizierter als jetzt hier in dieser Simulation. Ja, es hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet. Also die Themen, die wurden nochmal ausführlicher besprochen als zum Beispiel in der Schule. Ich bin es der Meinung, dass es sehr wichtig ist, sich für Europa einzusetzen und auch die Zukunft für Europa zu garantieren. Ich hoffe, dass die Delegierten diese Woche auf alle Fälle gelernt haben, sich selbst neue Grenzen zu setzen, diese Grenzen auch zu überschreiten. Dass sie motiviert sind, vielleicht etwas selbst zu verändern in der Welt, in der wir heute leben. Ein bisschen auch in die Politik gehen, vielleicht sich auch mit Politik einfach mehr beschäftigen. Ich nehme es ja so wahr, dass Europa durchaus wieder einen größeren Stellenwert spielt für viele junge Leute, weil schon natürlich junge Menschen ganz besonders ja auch über die Themen Frieden und Freiheit diskutieren. Sie wollen heute in Deutschland leben und morgen in Frankreich studieren und dann nach Spanien in den Urlaub fahren. Und dafür ist Freiheit und Offenheit möglich. Und das setzt sich immer mehr durch. Und ich glaube, es liegt an uns, das gemeinsam deutlich zu machen.